Herzlich willkommen, liebe Zuschauer, heute zu unserem Format Naturmedizin. Heute geht es um das spannende Bakterium Naurin. Es ist schon vor vielen Jahren eingesetzt worden in Tschernobyl, war dort in der Lage, eben die Strahlenbelastung und auch Giftstoffe positiv aus dem Körper zu binden. Und heute sprechen wir mit eben Experten, die schon Erfahrung mit diesem Bakterium haben. Und ich freue mich auf eine spannende Sendung. Hallo, ihr Hallo. Beiden, liebe Gäste. Ich freue mich, dass ihr da seid. Wir haben hier einmal Cornel Ganz. Du hast das Naurin nach Deutschland gebracht. Und wir haben Wilfried Obel da, der Therapeut, der schon Erfahrung hat mit Naurin. Und freue mich, wenn wir heute einen gemeinsamen Austausch gehen. Vielleicht darf ich gerade mit dir anfangen zum Thema Naurin. Wie kamst du denn überhaupt zu diesem geheimen Wissen, weil in Google Deutschland ist das ja nicht auffindbar, dieses Wörtchen. Ja, erstmal vielen Dank für die Einladung. Und vor 2 Jahren, das war das so, wenn man jetzt das Wort so Narine so bei Google so eingegeben hat, dann man keine Informationen so gefunden hat. Google hat ja das Wort Narine nur mit so weiblicher so Vorname so irgendwie verbunden und ja, mehr nicht. Und wenn man jetzt auf diese so russische Seiten so geht, dann man findet dort nicht nur die Informationen über Narine, aber auch genauso die Informationen über diese so ausgezeichnete Bakterien. Und wie ich dazu gekommen bin, ich habe so auf meine so gesundheitliche so Probleme so nach Lösungen gesucht, wollte ich meinen so gesundheitlichen Zustand verbessern, aber nicht nur von mir, aber auch von meiner Familie. Und wie das so heutzutage ist, man fängt so im Internet nach Informationen zu suchen. Und so in meinem Fall war das so genauso. Bin ich auch so auf YouTube gegangen und auf den polnischen YouTube auch, weil ich bin auch aus Polen, aus Schlesien. Dann wollte ich auch gucken, was dort die Leute auch für so meine so Probleme, so viele Lösungen so haben oder Empfehlungen. So, und dann habe ich so eines Tages so ein Video so gesehen von einem Mann, wie er so über so Muskelschwäche, Muskelschwund seines Sohnes erzählt hat und wie eine Bakterie so aus Armenien dem Kleinen so geholfen hat, aber nicht nur dem Kleinen, aber ein kleines Mädchen vor über 60 Jahren so das Leben so gerettet hat. Und das hat mich so unheimlich so interessiert, so, dass ich angefangen so weiter nach so Informationen zu suchen. Und wie ich schon gesagt habe, so auf Google so angegeben und keine Informationen darüber so gefunden. Und dann bin ich wieder so auf die russische Seite so gegangen. Man kann das auch mit Google so ohne Problem so übersetzen. Und wenn man dort über diese Informationen liest, wo sie überall so eingesetzt haben und was die für gesundheitliche Problem so lösen kann, das ist ja so unmöglich und sehr hat mich auch so fasziniert, was und immer so weiter so gesucht nach weiteren Informationen, weil das man wird so praktisch so reingezogen in diese ganze Wissen und man will nur mehr und mehr so wissen, bis man irgendwann hat man genug von den einzelnen Informationen und möchte so auch selber so ausprobieren. Und so war das auch bei mir in meinem Fall. Und aber auch nicht nur in meinem, sondern auch meine Tochter, weil für meine Tochter habe ich auch so nach Lösungen gesucht. Und dann, bis wir so weit waren oder ich so weit war, dann habe ich jetzt so geholt oder sogar die Probiotika so gekauft und selber so ausprobiert. Okay. Ja, dann kommen wir gleich mal auf deine Erfahrung zurück. Lieber Wilfried, ich wollte dich mal jetzt fragen, du hast ja schon wirklich auch Erfahrung mit diesem Bakterium. Wie kamst du dazu oder wie ging so deine Anwendungsstrategie? Ja, das war ganz witzig. Vor ungefähr einem halben Jahr oder vielleicht Dreivierteljahr ist es her, da rief mich Alexander an und hat gesagt, er hat da irgendwas gehört von so einem Probiotikum und weiß auch noch nicht so genau, was es ist, aber der Name war bekannt. Und hat mich gefragt, braucht man sowas? Und das war natürlich auch darauf zurückzuführen, dass es gibt jede Menge Probiotika auf dem Markt. Ne? Und dann könnte man ja jetzt sagen, jetzt kommt noch eins dazu. Was ist da das Besondere dran?
Und dann habe ich dann zu Alexander gesagt, ja, ich kenne es nicht, ich weiß nicht. Ja, dann setze ich doch mal bitte mit dem Herrn Ganz in Verbindung. Und vielleicht kriegen wir da ein bisschen mehr raus, weil irgendwie liest sich das spannend. Er hat wohl auch dieses Heftchen gelesen, wo die vielen Dinge drin stehen, die positiven Beschreibungen. Und dann habe ich mich beim Herrn Ganz gemeldet und habe gesagt, Herr Ganz, so und so, ich würde das halt mal ausprobieren. Also für mich ist es wichtig, dass in meinem therapeutischen Tun, dass dort ein Effekt entsteht, der nachvollziehbar ist. Und ich bin ein großer Fan von Präbiotika. Das heißt, ich habe als, ich sage das mal als Darmspezialist, bestimmt 10 Jahre lang, so ab den 2000er Jahren, fast nur mit Präbiotika gearbeitet, weil das Probiotikum oder die Probiotika, die es gab, waren zwar nicht schlecht, aber irgendwie noch nicht so richtig ausgereift. Und es gab eine bestimmte Sache, die ist auch wirklich wichtig, dass man die betrachtet. Die Darmflora oder das Mikrobiom in Neudeutsch hat ja eine höchst individuelle Ausrichtung. Das bedeutet, wir können gar nicht sagen, diese Darmflora oder dieses Mikrobiom, wie es jetzt abgebildet wird, wie wir es auch messen können, ist das Optimale für alle Menschen. Und insofern fand ich das sehr interessant, was ich dann nämlich bei meiner Arbeit herausgefunden habe. Die Narine scheint nicht irgendetwas dem vorhandenen Mikrobiom überzustülpen, sondern sie unterstützt anscheinend die in irgendeiner Form als Blaupause im Körper enthaltene Ur-Darmflora, sagen wir es mal so, und kann die unterstützen. Ich kann das mit so einer Frequenz-Intensitätsmessung nachprüfen. Und das war dann überraschend, dass sich die Darmflora bei allen Menschen zunächst, wo ich es ausprobiert habe, positiv entwickelt hat nach oben. Und zwar die Leitstämme, die am kleinsten waren, die haben sich am ehesten entwickelt. Das bedeutet, anscheinend fand eine selektive Unterstützung der vorhandenen Bakterien statt. Und ich habe dann den Begriff gewählt, Amme der Leitstämme. Und damit kam ich gut zurecht. Das habe ich dann auch so meinen Klienten erzählt und wir haben das dann ausprobiert. Ich habe mir von den Erfahrungen berichten lassen. Und ich glaube, das trifft zu. Anscheinend ist irgendwas in diesem Bakterium, was etwas produziert, was durchaus auch den Ausgleich und das Ernähren der anderen Stämme, die im Darm vorhanden sind, die guten Bakterienstämme, unterstützt. So, das war so die erste Beobachtung, die ich gemacht habe. Ich hatte ja schon Interviews zu dem Thema. Immer wieder kam es zu dem Thema Leaky Gut, also eben die Durchlässigkeit, dass eben die Darmwände sich wirklich verdichten wieder, stärken und dadurch eben Folgeerkrankungen wie Histaminintoleranz, Hautprobleme wohl beseitigt werden können. Kannst du das bestätigen oder gibt es aus deiner Sicht da Erfahrungen? Also das ist jetzt schwer zu sagen, ob nun die Genesung des Mikrobioms letztendlich dafür verantwortlich ist, dass das Leaky Gut weggeht. Oftmals sind es ja die Silent Inflammation, diese kleinen entzündlichen Prozesse zwischen den Epithelzellen, die Kittzellen, die undicht werden. Da macht das durchaus Sinn, dass die Entzündungen langsam zurückgebaut werden. Und dann kann das sein, dass mit dem Heranwachsen einer gesunden Darmflora, dass das ganze Milieu sich auch dementsprechend verändert und man hat dann auch Erfolg. Aus meiner Sicht ist es allerdings so, ich arbeite lieber erst mit dem Milieu. Das heißt, ich verändere den pH-Wert im Dünndarm und im Dickdarm, so wie er sein soll, und greife dann erst auf das Probiotikum zurück. Und meistens habe ich schon während der Veränderung der Milieuphase positive Ergebnisse, was Leaky Gut anbelangt, weil dann schon bereits dort die Verbesserung des Milieus dazu führt, dass die korrekten Leitstämme sich wieder besser ansiedeln. Also insofern war das nicht mein Augenmerk beim Überprüfen von Narine. Okay, super. Welche Erfahrungen, Cornel, gab es jetzt bei euch in der Familie, wo du sagst, okay, das waren für mich die klassischen, also Paradebeispiel, dass es wohl irgendwie helfen muss? Meine Gesundheit, die haben mich so 2018 haben mich bis ins Krankenhaus so gebracht. Und da war hauptsächlich, hatte ich so Probleme mit Verstopfungen. Und da es war bei mir nicht so einfach, das loszuwerden.
Weil ich habe mir schon mal so für so gesunde, so Ernährung so interessiert, aber das hat mir bei mir nicht immer so, oder habe ich das nicht immer so korrekt so umgesetzt. Oder wenn ich das so umgesetzt habe und wenn das so positiv so sich durchgeschlagen hat, dann bin ich wieder zu den so alten, so vielleicht Ernährungsmuster zurückgekehrt. Und ja, und das hat sich so weit so hoch geschaukelt, dass ich sogar solche so Verstopfungen hatte, bis ich so Blutvergiftung hatte. Und ich im Krankenhaus lang, dann, man wird natürlich mit Antibiotika so behandelt. Und dann, das hat sich jetzt noch so weiter so gezogen, dass ich sogar 3 Monate so mit Pausen musste ich so Antibiotika so nehmen. Und mein so Verdauungssystem war noch mehr so belastet. Und dieses ganze Verdauungssystem hat sich jetzt noch so ein bisschen so verschlechtert. Und dann habe ich jetzt nach dieser so Lösung so gesucht. Und bis ich jetzt die Narine so gefunden hat, das hat auch so ein bisschen so gedauert. Dann bin ich auch so Vegetarier so geworden. Das hat auch so ein bisschen so geholfen. Und dann, als ich jetzt die Narine so entdeckt habe und als wir das so angefangen zu nehmen, dann habe ich jetzt sofort so gesehen, das hat auch zu Verbesserungen so geführt. Also mein Stuhlgang hat sich verbessert und konnte ich nach ein paar Tagen schon mal so regelmäßig auf die Toilette so gehen. Und das war so Erleichterung, kann man sich so nicht vorstellen. Und seitdem gehe ich jeden Tag so auf die Toilette, habe ich gar keine Probleme und bin ich auch sehr zufrieden. So was Ähnliches war auch bei meiner Tochter. Und meine Tochter auch nach einer so Woche oder nach 10 Tagen habe ich auch sie gefragt, was kann sie jetzt zu dieser Narine sagen oder. Und ja, sie hat gesehen, nur mit einem Satz da so zu mir gesagt, Papa, das ist ein Wundermittel. Und das hat sich auch so meine so Gedanken, hat es auch so ein bisschen so bestätigt. Und dann, ja, als wir so zufrieden waren, dann haben wir das auch meiner Mutter so empfohlen. Meine Mutter war auch sehr skeptisch, weil sie hat auch so Brustkrebs gehabt. Und dann hat sie Brustkrebs. Und dann, sie wollte das erstmal nicht. Aber als wir das gekauft haben zum Geburtstag, haben wir ein Geschenk gemacht. Und sie hatte auch Hämorrhoiden gehabt. Und nach 3 Monaten also Einnahme ist sie jetzt zur Kontrolle gegangen. Und der behandelnde Arzt hat sie gesagt, hier, ganz, was haben Sie jetzt da so gemacht? Das sieht ziemlich gut aus. Und dann haben wir das, hat sich auch so bei mir so bestätigt, dass das funktioniert. Mhm. Also in dem Fall. Und dann, ja, dann kam auch so mein Vater hatte auch so Probleme, so gesundheitliche Probleme. Der war auch sehr, sehr skeptisch zu dieser so Bakterie. Aber nachdem ich bei ihm so Hühnerauge so behandelt habe und als ich das gesehen habe, dass nach einer Woche, wo keine immer so helfen konnte, diese Hühnerauge so zu heilen. Also das gesehen hat, dass das nach einer Woche so geheilt war, dann hat sich so praktisch so von selbst so überredet und hat sie auch so genommen. Und die beiden nehmen dir das schon seit fast einem Jahr und sind sehr zufrieden damit. Und dann, ja, dann kamen noch andere so Bekannten, die auch mit Histaminproblemen hatten und da haben wir das auch so empfohlen. Und das also junge Mädchen ist sehr zufrieden, weil sie konnte nach ein paar, sie hat, glaube ich, das auch so circa in 6, 8 Wochen so genommen. Und dann hat sie uns berichtet, dass sie jetzt so Karotten gegessen hat, so Erdbeeren so gegessen hat, Honigmelone seit Kindheit nicht so gegessen hat. Mhm. Und das haben wir immer so gesehen, dass diese so Empfehlungen, das hat sich jetzt, oder die bei den Krankheiten oder Problemen hat das sich so positive so Wirkung und führt. Und dann reden wir das immer so weiter, wie jetzt so jemand so kennen, der so gesundheitliche Probleme hat, dass sie so weiter so empfehlen. Mhm. Ja, das sind jetzt so Praxisbeispiele. Jetzt du als Therapeut, könntest du mir mal genauer erklären, was es mit diesen Narinen wirklich auf sich hat und wie sie nachher auf den Körper wirken? Ich greife jetzt mal das Erlebnis von Cornell auf, was die Histaminsensibilität anbelangt. Das deckt sich nämlich mit einer Beobachtung von mir, die ich in den ersten Wochen und Monaten gemacht habe, wo auch dann Laborwerte wirklich geprüft wurden. Das hatten sich die Leberwerte verbessert. Mhm.
Die Leberwerte waren zwar nicht so schlecht, dass man es bei einer schulmedizinischen Untersuchung gesagt hätte, oh, Ihre Leber hat ein Problem, sondern es sind Werte, die ganz einfach eine Aussagekraft haben, wenn man sieht, wie der Gamma-GT, GOT, wie das hoch und runter geht, sind Tendenzen zu Fettleber da und die sind bei vielen Menschen da. Und das hat dann damit zu tun, dass der Darm in einer schlechten Verdauungssituation ist, dass die Darmbakterien zu viel Gärungs- und Fäulnisprozesse entstehen lassen, weil die Zusammenstellung der Bakterien nicht stimmt. Weiter vorne im Darm, also da werden viele Menschen sicherlich dran auch erinnern, Zuschauer, wenn ich über die Dünndarm, wenn ich über die Eiweißverdauungsstörung berichtet habe. Eiweißverdauungsstörung ist nach wie vor ein ganz wichtiges Thema. Aber auch selbst wenn Eiweiße normal verdaut werden, entsteht eine große Menge an Stickstoffabfall. Und wenn dann also auch ziemlich viel an Säuren produziert wird, und wir haben Essigsäure im Dünndarm durch eine entsprechende Verbindung von Fruchtsäuren und von Zucker, und wenn wir querbeet essen, was so auf dem Tisch steht, dann kommt das zwangsläufig irgendwann dazu. Und dann haben wir natürlich auch eine Gärungsdyspepsie, also eine Fehlverdauung, die auf Gärung beruht. Und bei Gärung, da ist es meistens so, dass die meisten Menschen das nicht so großartig beachten, weil ja, was heißt das schon, Gärung? Wird wohl nicht so schlimm sein. Aber es ist tatsächlich so, dass wir uns erstmal vorstellen müssen, da drinnen sind 37 Grad. Mhm. Das ist ein Gärungsreaktor. Ich weiß nicht, wie viel mal schneller das geht als bei Zimmertemperatur. Aber auf jeden Fall fängt schon nach 2-3 Stunden es im Magen an zu gären, wenn der Pförtner nicht aufmacht und das, was angedaut wurde, entsprechend weiterlässt. Ne? Immer dann, wenn wir aufstoßen müssen, ist Kohlensäure entstanden durch einen Gäresprozess, die will raus. Und das passiert ja dann relativ schnell. Das passiert natürlich auch im Darm. Und außerdem werden im Darm Fuselalkohole gebildet. Diese Fuselalkohole führen dazu, dass die Leber in eine Güterabwägung kommt. Die kann entweder nur gut Alkoholdehydrogenase produzieren zum Abbau von Alkohol oder N-Methylhistamintransferase zum Abbau von Histamin. Die Alkoholabbau-Priorität, die ist auf jeden Fall da, weil der Alkohol ist hochgradig giftig erstmal und der muss entsorgt werden. Für diese Zeit wird dann die N-Methylhistamintransferase zurückgenommen und dann haben wir natürlich das Problem, dass die Person in dieser Zeit histaminanfälliger ist. Wenn jetzt die Narine in der Lage ist, die Verdauung von Eiweißen im Darm zu korrigieren, wobei jetzt nicht die Eiweißverdauungsschwäche wegfällt, sondern irgendwie die Brocken, die praktisch als komplexe Eiweißmoleküle noch bis in den Dickdarm liegen geblieben sind, werden anscheinend anders aufgespalten von der Narine, so dass weniger Fäulnis und auch weniger Gärung entsteht. Und dadurch verbessert sich dieses Gleichgewicht. Also das ist das, was ich beobachtet habe. Und das war auch bei vielen Menschen so, die erhebliche Probleme mit der Leber hatten, wo also auch wirklich auf andere Mittel schon zurückgegriffen wurde. Ich kombiniere dann sowas fast immer mit Mariendistelsamen. Aber das ist also eine Beobachtung, die würde das erklären, was Cornell beobachtet hat, aus der biochemischen Sicht der Prozesse, die im Darm entstehen. Also ich vermute mal, die Narine hat also einen positiven Einfluss auf den Abbau von liegen gebliebenen Eiweißmolekülen und unterdrückt oder verhindert auch eine zu starke Gärung, die dann zu Fuselalkoholen führen würde, die dann wiederum der Leber zu schaffen macht. Mhm. Ja. Hast du noch Beobachtungen in Bezug auf die Hautgeschichte? Das fand ich jetzt nochmal auch interessant. Neurodermitis, Schuppenflechte, diese Geschichte? Noch nicht, nein. Das habe ich jetzt erst nochmal außen vor gelassen. Erstens mal war das, das ist schwierig. Neurodermitis ist mit Sicherheit ein ganz großes Problem bei vielen Kindern, Menschen. Und die Entstehung findet auf einer anderen Ebene statt. Trotzdem ist es richtig, dass wenn der Darm in Ordnung gebracht wird, dann lassen wahrscheinlich auch neurodermitische Prozesse nach. Aber damit habe ich jetzt noch nicht gearbeitet. Ich habe erstmal das genommen, was also auch in dem Klientenkreis jetzt aktuell war. Also auch Menschen, die dringend die Hilfe gebraucht haben. Und da war jetzt noch keine Neurodermitis dabei. Mhm. Was kannst du aus deiner Erfahrung sagen? Du hast ja im Grunde dieses Narin nach Deutschland gebracht, dieses Wissen, was ja in Russland, ist ja kein Geheimnis dort, gell? Nur jetzt nicht mehr. Jetzt nicht mehr, das ist kein Geheimnis mehr. Aber bis 1986, bis zu der so Katastrophe, Naturalkatastrophe in Tschernobyl, dann war das jetzt unter so russischer so Geheimnis so alles so festgehalten.
Und seitdem zu dieser Katastrophe ist das jetzt so auf, praktisch die Welt hat er jetzt über so eine Arena so erfahren. Dann haben die auch sogar so zahlreiche, wie ich das alles so gelesen habe, so Länder wie Deutschland und Frankreich, USA und Japan haben die Lizenzen sogar gekauft, aber so bis heute hat es keiner von den Ländern, außer Japan. Japan hat jetzt die Lizenz auch gekauft und auch in die Produktion so eingeführt, aber die restlichen Länder haben das jetzt noch nie so eingeführt. Japan hat dann aber auch infolgedessen Studien anfertigen lassen, oder? Zu verschiedenen Untersuchungen. Ja, da gibt es ja so, Japan ist ja einer von den Ländern, die jetzt ziemlich sehr viel mit den Arena so untersucht und forscht. Und da gibt es ja auch so auf PubMed, gibt es ja auch so zahlreiche oder sehr viele so Studien, wo man jetzt auch eine Art zu verschiedenen so Erkrankungen oder so gesundheitliche Probleme so finden kann und ja. Okay, also da in dem Bereich wurde auf jeden Fall dran gearbeitet. Wenn man sich jetzt wirklich weiter informieren möchte zu dem Thema Narine, weil es scheint ja wirklich ein komplexes Thema zu sein und irgendwie noch so ein Stück weit in den Kinderschuhen zu stecken, auf irgendeine Art und Weise. Wo kann man sich denn da wirklich drüber informieren? Gibt's ja so jetzt gibt's ja in Deutschland gibt's ja so einen Blog. Ich habe da so erstmal den ersten Blog so über Narine so aufgesetzt und da gibt es ja ziemlich sehr viele so Informationen zum Thema so Narine und auch gibt es ja auch sehr viele so Studien und Forschungen, wo man jetzt das alles so erstmal als Link so weiter so geleitet wird zu den Studien oder so Forschungen, dass man auch da so ziemlich sehr viele finden kann. Okay. Und hast du noch irgendwo eine Quelle, Webseite oder irgendwas? Ja, also mein Blog nennt sich so mygalux.de. Okay. Oder super. Wenn man jetzt auch auf die russische Seiten geht, man kann auch unter, muss ich erstmal gut überlegen, das ist ja mynarine.am. Da gibt es auch sehr viele so Informationen zu Thema Narine. Ja, es scheint ja ein spannendes Thema zu sein. Ja, das ist ja so sehr interessant, wenn man jetzt alles so liest oder die Rezensionen von den Leuten, wo das alles so den Leuten so geholfen hat, dann man möchte auch, dass das auch die anderen Leute auch so erfahren und darüber so sich informieren, weil das ist am Essen ist ja sehr wichtig, dass sie erstmal die Informationen so finden, bevor sie jetzt anfangen, irgendwas zu testen. Mhm. Ja, super. Ja, dann bedanke ich mich bei euch beiden für euer Kommen, auch dass du eben dieses Wissen herausgefunden hast und jetzt versuchst, wirklich in den deutschsprachigen Raum zu streuen. Und ja, dir danke für deine Erfahrungen. Und weiterhin euch noch gerne. Viel Erfolg. Dankeschön. Dankeschön. Ja, liebe Zuschauer, wenn Sie noch weitere Informationen möchten, gehen Sie gerne auf unsere Webseite www.qs24.tv. Da können Sie einfach auch unter dem Stichwort Narine weitere Interviews finden, Kontaktdaten, Informationen. Und dann wünsche ich Ihnen viel Erfolg und bis bald. Gute Zeit. Tschüss.